Islandhalle in Lingen. 250 schwarz-bunte holsteinische Kühe kommen heute unter den Hammer. Auf dem Weg zur Versteigerung auch Kuh Lili. Züchter Hein Ekenhorst, seit mehr als 30 Jahren sind schwarz-bunte sein Geschäft. Es passt wie beim Model. Schick, nicht zu dick. Die Viehhändler warten schon auf Lili. Markus Stein soll für 40.000 Euro Kühe für Ungarn ersteigern. Seine Konkurrenten sitzen gleich nebenan. Viehhändler aus Spanien, den Niederlanden, deutsche Bauern und Aufkäufer aus Italien. Und Spanien nochmal, Italien nochmal. 1500 habe ich da, 1500. Zum Mitbieten reichen kleine Gesten. Ein Augenzwinkern, eine Handbewegung. Die Italiener halten mit. Die Spanier winken ab. Viehhändler Marco, sein letztes Gebot. Und 17. Danke. Schön. Nach rechts. Auf nach Ungarn. 17,50. Ein Tag später. Der Stall des Weser-Ems-Zuchtverbandes. Lili ist eine Turbo-Kuh. Sie gibt pro Tag mehr als 30 Liter Milch. Schwarz-Bunte, der Mercedes unter den Kuhrassen. Exportleiter Henning Sürbe kommt ganz schön rum. Er bringt die Kühe zum Kunden und die sitzen in Saudi-Arabien oder Kuba. Das Holstein-Rind ist ein Exportschlager. Es ist ein Rind, das hohe Milchproduktion verspricht bei verschiedensten Standorten. Selbst unter der heißen Sonne Nordafrikas sind diese Tiere fähig, hohe Produktion, Milchproduktion zu leisten. Jetzt kommt Lili auf den LKW. Mehr als 28.000 Kühe werden jedes Jahr von hier aus verschickt. Am späten Nachmittag geht die 30-köpfige Kuhherde mit Lili auf die Reise Richtung Ungarn. 2.000 Kilometer liegen vor ihnen. Gegen Mitternacht in einem kleinen Dorf bei Würzburg. Hier hat eine Tierraststätte eröffnet, denn die EU hat strenge Regeln erlassen. Die Tiere müssen alle paar Stunden eine Pause bekommen. €10 kostet die Rast pro Tier. Lili wird gemolken. Die europaweit verschärften Vorschriften erhöhen die Transportkosten. Für den Transport muss der Kunde in Ungarn gleich 4.000 Euro zahlen. Und nicht jeder kann diese Summe aufbringen. Dann springt der Zuchtverband mit Krediten ein. 2 Stunden dauert die Rast. Gleich nebenan kommt ein Transport Ferkel aus Dänemark an. Sie sind auf dem Weg nach Italien. Am nächsten Tag in Südungarn. Der Käufer von Lilis Herde ist ein deutscher Aussiedler aus Baden-Württemberg. Der Preis für Milch ist genauso niedrig wie in Deutschland. Jedoch der Bedarf an Frischmilch ist groß. Kühe, die viel Milch geben, sind gefragt. Wenn wir hier in Ungarn kaufen, liegt der Landesschnitt bei Tag irgendwo bei 20 Liter. Und das ergibt doch ein erhebliches Risiko, dass wir hier, wenn wir in Ungarn auch zu kaufen würden, doch erhebliche Verluste hätten, beziehungsweise die Wirtschaftlichkeit nicht da wäre. Der Kuhbauer hat mit Kühen wie Lili noch viel vor. In den nächsten Jahren möchte er seinen Tierbestand auf 1.000 Stück erhöhen. Seine Rasse natürlich Schwarz-Bunte.